meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem neuen Video, das keine Videorezension ist. Es ist auch nicht wirklich ein Buchtipp, sondern ich möchte ganz einfach mal so ein bisschen plaudern über ein Buch, das im Moment sowieso in aller Munde ist. Und wenn ich bei diesem Buch sage, in aller Munde, dann hört es sich für mich irgendwie schon komisch an, vor allem wenn man weiß, worum es in diesem Buch geht. Ich sage euch gleich, dieses Video oder vor allem auch dieses Buch ist nichts für Jugendliche. Und ihr dürft aber nicht traurig sein, denn demnächst kommt bestimmt auch wieder ein Jugendbuch, was ich euch vorstelle. Aber das ist erstmal jetzt nichts für die jungen Menschen unter euch, sondern ich würde sagen, so ab die Menschen oder für die Menschen so ab 16, 17, 18. Also wobei ich schon eher sagen würde, echt ab 18. Es gibt bei Büchern ja nicht diese Alterseinschränkung. Also ich habe noch nie ein Buch gesehen, wo wirklich drauf steht ab 18 Jahre, wie es bei DVDs oder überhaupt bei Filmen so ist. Es gibt diese Altersbeschränkung nicht und okay, ich weiß auch, dass heute manche 16-Jährige schon viel, viel weiter sind als wir damals, also meine Generation. Das war ja noch eine ganz andere, wir hatten ja nichts damals und wir waren ja ganz keusch und lieb und brav und nicht so weltoffen wie heute. Und vielleicht sage ich das jetzt aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja, ich rede natürlich von dem Buch Shades of Grey, Geheimes Verlangen. Ich habe das Buch hier. Und ich lese es zurzeit. Ihr seht hier in dem Lesezeichen, dass ich noch nicht ganz so weit bin. Ich habe hier 10 Kapitel gelesen und ich weiß, dass es kein Video halt dazu geben wird. Denn ich stelle in Videos immer nur Bücher vor, von denen ich super begeistert bin. Ich lese dieses Buch aus verschiedenen Gründen. Die möchte ich euch gerne jetzt so ein bisschen erklären und deswegen halt auch dieses Video. Also, es ist ja schon vor ein paar Wochen dieser Mega-Hype entstanden. In Amerika, wo das Buch damals erschienen ist, gab es diesen Hype auch schon viel früher. Und ja, dieses Buch wird eigentlich nur gehypt, um die Menschen oder die Leser oder vielleicht auch sogar Menschen, die sonst nie lesen, neugierig zu machen auf dieses Buch. Und ich finde, das Marketing funktioniert einwandfrei. Ich habe so nachgedacht, über welchen Büchern mir das schon mal passiert ist. Und es ist zwar jetzt kein richtiger Vergleich, wenn ich sage, ich hätte Harry Potter nie gelesen, wenn es damals diesen Mega-Hype nicht gegeben hätte. Und ich hätte auch den ersten Teil der Biss-Serie nicht gelesen. Denn gerade die Biss-Serie, ich meine, die hat mir nach dem ersten Teil ja auch schon nicht gefallen, deswegen habe ich da ja auch gar nicht weitergemacht. Aber das wäre jetzt auch so eine Thematik gewesen, die mich einfach nicht interessiert hätte. Aber es war auch da so, dass diese Bücher halt total megamäßig gehypt wurden und ihr müsst dieses Buch lesen. Und es war bei mir einfach die Neugier, die dann gesagt hat, ich möchte gerne mitreden können. Ja, und Bücher dieses Genres sind eigentlich keine Bücher für mich. Also ich würde so etwas vielleicht noch schreiben. Also ich hatte das bei Facebook neulich auch gepostet. Ich habe mal eine Kurzgeschichte veröffentlicht, auch in einem Buch, die halt auch so in diesen Bereich geht. Es macht mir Spaß, sowas zu schreiben, bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Aber es sind nicht so Bücher, die ich jetzt so einfach so lesen würde. Also ich habe ein Buch gelesen in diesem Bereich. Ich weiß nicht mal mehr, wie es hieß. Ich fand es sehr, sehr platt. Also es hat mir nicht gefallen und ich habe gedacht, nee, solche Bücher mag ich einfach nicht lesen. Da mag ich erotische Szenen in normalen Büchern viel mehr. Also die jetzt nicht so platt geschrieben sind und vulgär oder so, das gefällt mir halt viel besser. Und in Büchern wie diesen ist es aber halt so, dass es oft sehr vulgär zugeht. Wie es jetzt in diesem Buch noch wird, weiß ich ja eben, wie gesagt, nicht. Ich habe ja noch nicht alles gelesen. So, und jetzt war es halt am Anfang so, dass halt dieses Buch jetzt auch hier in Deutschland so gehypt wurde und am Anfang habe ich immer, boah nee, geh weg, so ein Kack lese ich nicht irgendwie, also Kack jetzt in Anführungsstrichen, weil ich einfach dachte, nee, das ist jetzt mal gar nicht mein Genre. Vampire waren es ja auch schon nicht, aber das geht jetzt mal echt gar nicht. Aber immer wieder wurde ich dann gefragt, Kossi, hast du dieses Buch schon gelesen? Willst du dieses Buch lesen? Auf einmal fing es an in meinem Freundeskreis, dass Menschen gesagt haben, du, ich lese gerade Shades of Grey. Und ich habe natürlich dann auch gefragt, und wie gefällt es dir? Na ja, also man kann es lesen und so. Und ich wollte dann irgendwann einfach mitreden. Ich bin dann so einfach irgendwann an diesen Punkt angelangt, an dem ich gesagt habe, ich möchte jetzt mitreden. Denn ich höre ja die verschiedensten Meinungen im Netz. Also ich habe das Gefühl, das ist, was heißt, ich habe das Gefühl, das ist so, dieses Buch polarisiert. Es gibt Menschen, die finden es klasse, es gibt Menschen, die finden es ganz schlecht, aber es gibt kaum etwas dazwischen. Also es gibt Schwarz und es gibt Weiß und Grau gibt es nur in diesem Buch und das ist der Hauptdarsteller, der heißt nämlich Christian Grey und deswegen auch Shades of Grey. Ich finde übrigens den deutschen Untertitel nicht so schön, Geheimes Verlangen, das hat immer so ein, das ist so dieses Typische irgendwie. Deswegen finde ich es sehr gut, dass der englische Titel trotz alledem beibehalten wurde. Und
Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen komme. Also ich bin auf jeden Fall irgendwann neugierig geworden und habe so gedacht, ja, dieses Buch polarisiert. Und mir ist ganz oft aufgefallen, dass Menschen, die dann gesagt haben oder auch geschrieben haben, boah, das ist total ätzend, das Buch oder so, keine Ahnung. Dann habe ich mal gefragt, hast du es denn gelesen? Und dann kam, nein, so etwas lese ich nicht. Und ich finde immer, da kann man gar nicht sagen, das ist ganz schlecht, das Buch, wenn man es nicht gelesen hat oder wenn man nur die ersten 3 Seiten gelesen hat. Also es ist schön, wenn ein Buch von der ersten Seite an packt. Also ich liebe das auch. Ich liebe es, wenn es einen ersten Satz gibt, wo ich sage, wow, das packt mich, das macht mich neugierig. Es gibt aber durchaus auch Bücher, die packen mich erst auf den ersten 50 Seiten. Und deswegen finde ich halt, ich kann nicht sagen, sowas lese ich nicht, das ist nicht irgendwie mein Ding, sondern ich war neugierig und wollte es, wie gesagt, lesen. Ja, zu meinem Leseeindruck sage ich jetzt in diesem Video nichts, über den Inhalt natürlich sowieso nicht. Aber ich habe in meinem Blog eine Rubrik oder ein Posting gemacht, das werde ich euch unter dem Video verlinken. Da könnt ihr jederzeit reinschalten, denn da gibt es einen Kossi-Live-Ticker, da schreibe ich also wirklich zeitgleich. Das habe ich noch nie gemacht, also wie so eine kleine Leserunde im Prinzip, die ich aber mit mir alleine mache. Alle 2 Kapitel schreibe ich dort meinen Leseeindruck hin oder die Gedanken, die ich gerade zu diesem Buch an der und der Stelle halt so habe. Und teilweise auch mal ganz allgemeine Gedanken und so. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne nachlesen. Wie gesagt, vom Inhalt werde ich nichts verraten, weil ich mag das ja selber nicht. Ich hatte heute noch im Internet 2, 3 Sätze gelesen auf das, was noch kommt in dem Buch, und dann habe ich mich schon wieder geärgert. Ah, warum habe ich da hingeguckt? Ich wollte so etwas nicht wissen. Okay, aber das werde ich, wie gesagt, in diesem Posting nicht machen. Ihr könnt nur sehen, wie sich vielleicht auch meine Meinung wandelt. Ne? Also ich habe da schon so ein bisschen auch gesagt, naja, der Schreibstil ist jetzt nicht so meins. Ne? Aber die Geschichte an sich, die macht mich zumindest insofern neugierig, dass ich wissen möchte, wie geht's denn da jetzt so weiter? Und es ist ja der erste Teil einer Trilogie, und ich habe da auch schon Stimmen im Netz halt so gesehen, dass viele gesagt haben, Mann, ich muss den zweiten Teil lesen, denn ich will wissen, wie es weitergeht. Also es wird vielleicht am Ende dann auch ganz spannend. Also, ich lasse mich überraschen, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den zweiten und den dritten Teil auch lese. Aber zumindest hat die Geschichte, also jetzt wirklich nur die Geschichte an sich, mich neugierig gemacht, weil ich mich in diesem Bereich auch nicht auskenne. Und dieses Buch gewährt mir so einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch. Und vielleicht steckt auch ein kleiner Spanner in mir. Vielleicht steckt auch ein kleiner Spanner in jedem irgendwie, dass man schon gerne mal so über seinen eigenen Horizont hinausgehen möchte. Ich möchte das. Also ich möchte mal sehen, was gibt's denn da noch außerhalb meines Wirkungskreises? Und ja, es gibt auch Stimmen im Netz, die dann sagen, wie kann so ein Buch ein Bestseller werden? Ich möchte euch das jetzt mal ganz kurz erklären. Ein Bestseller bedeutet nicht, dass es ein Best Book Ever of the Whole World since Jesus Christ's Bible ist. Also es ist, ein Bestseller muss nicht das beste Buch der Welt sein, sondern wie es der Name schon sagt, Bestseller. Es ist das bestverkaufteste Buch. Verkaufteste Buch. Und das liegt einfach nur am Marketing. Also die Dame, so wie ich es im Internet gelesen habe, hat dieses Buch damals irgendwie als Fanfiction irgendwie rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, also das ist irgendwie, glaube ich, weil sie von dieser Bella und Edward Vampirgeschichte so begeistert war, hat sie sich halt hingesetzt und wollte halt eine eigene Geschichte schreiben, die aber jetzt nichts mit Vampiren zu tun hat. Und das ist wohl erst bei so einem ganz, ganz kleinen Verlag irgendwie rausgebracht worden. Vielleicht war es sogar so ein Druckkostenzuschlagsverlag wie BOD oder so. Und dann gab es viele Leser, die begeistert waren, und irgendein schlauer Mensch, und der muss echt, also der hat sich die goldene Nase verdient eigentlich, hatte dann wahrscheinlich die Idee, wir machen das jetzt mal im richtigen Verlag und wir hypen dieses Buch. So, und dass es ein Bestseller wurde, ist eigentlich nur, oder daran schuld, ist eigentlich nur das Marketing. Und das hat bei diesem Buch wunderbar funktioniert. Dass die Welle rübergeschwappt ist nach Deutschland, super, an sich jetzt, ja. Also es bedeutet nicht, dass das Buch super gut ist, sondern es bedeutet einfach nur Bestseller, bestverkauftes Buch, ja. Und ja, ich mag einfach Dinge, die so polarisieren. Ich fand auch Feuchtgebiete gut, nicht literarisch gesehen, sondern mutig. Ich fand es damals sehr gut, dass Charlotte Roach was geschrieben hat. Und ich habe immer so, ich weiß nicht, in mir schlummert auch sowas, dass ich so sage, ich würde gerne mal so ein Skandalbuch schreiben, ja? Wo es wirklich diese Menschen gibt, die sagen super und die anderen sagen, ist gar nichts, ne? So. Weil was ja dieses Buch bewirkt, ist, man redet darüber, man redet überall darüber. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die halt auch gerne lesen, und immer wieder kommt man auf dieses Buch zurück, und auch im Internet stolpert man immer wieder darüber. Und ich finde das sehr faszinierend eigentlich auch schon und interessant, ja, was so ein Buch eigentlich so bewirken kann. Ja,
es verbindet, aber es spaltet auch. Es spaltet vor allem die Nation. Und ja, ich finde das immer sehr interessant, dass die einen dann total entrüstet sind. Viele sind vielleicht sogar entrüstet. Oh, die Kosti liest sowas. Ja, ich lese sowas, weil ich erwarte keine, keine Ahnung, keine spannende, vor allem keine hochtrabende Literatur. Ja? Dieses Buch hat 600 Seiten und ich habe mir nicht gedacht, boah, auf diesen 600 Seiten finde ich mindestens 3500 Sätze, die ich in mein Buch der schönen Sätze eintragen kann. Ja? Ich habe diese Erwartung nicht. Ich habe mich einfach erwartungslos reinplumpsen lassen in die Story und verdrehe ganz oft die Augen, weil wirklich manche Sätze so geschrieben wurden, da denke ich, dieses Buch hat nie ein Lektorat gesehen, außer vielleicht in einer Plastiktüte ist es an einem Lektorat vorbeigetragen worden oder so. Es ist teilweise sehr, sehr, sehr komisch. Also ja, aber wie gesagt, ich war neugierig und vor allem weiß man ja schon so aus den Erzählungen immer, oh ja, da geht's echt heftig zu teilweise und ganz derbe und ich weiß, was mich da eventuell erwartet. Und das ist eben das, was mich neugierig macht. Ja, ich denke mal, damit habe ich so ziemlich alles über dieses Buch gesagt, was mir im Moment irgendwie wichtig war. Ich möchte noch auf das Cover eingehen. Finde ich erstmal so an sich schon ganz schön. Und als es dann bei mir zu Hause ankam, war ich positiv überrascht, dass es so ein, ich sage ja immer, Streichelcover ist. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen über die Kamera. Erstmal hier war noch so ein Aufkleber, da steht Weltbestseller drauf. Aufkleber mache ich ja immer ab, finde ich jetzt sehr schade. Der Aufkleber ging ganz leicht ab, aber durch die Struktur des Covers ist leider hier so ein Rest geblieben, finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber das Cover selber ist so, so wie gummiert. Also wenn man da so drüber streichelt, das hatte ich auch schon bei anderen Büchern, hat man immer das Gefühl, man müsste sich die Hände waschen hinterher, weil es sich so krümelig irgendwie anfühlt. Aber das ist wirklich nur so auf dem Buch und das finde ich irgendwie ziemlich cool gemacht, weil es so ein bisschen an Samt erinnert. Samtig scheint es aber in dem Buch nicht zuzugehen. Also zumindest jetzt so die ersten 10 Kapitel, ja, da geht's. Ich sag mal, gerade in den letzten beiden Kapiteln, da war schon so, ja, okay. Ja, identifizieren kann ich mich nicht mit der Hauptdarstellerin, die heißt Anastasia und wird in dem Buch mal Anna genannt. Am Anfang habe ich gedacht, da war mein Leseeindruck wirklich so, es ist so, wer Frauenbücher mag, der wird vielleicht sowas auch mögen, weil es ist schon so ein Stil irgendwie wie so ein Frauenbuch. Die Gedanken konnte ich am Anfang nachvollziehen, mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach ein ganz anderer Typ bin. Und dieser Christian Grey ist halt so ein, ja, ist halt so ein Firmeninhaber und der ist sehr dominant und kommandiert sie sehr rum. Mit mir könnte er das nicht machen. Ja, also ich habe da ganz oft irgendwie gedacht, hallo, hallo, Christian Grey, wenn du mit mir so umgehen würdest, dann würde ich erstmal sagen, geht's noch? Ich bin halt einfach ein ganz anderer Typ. Das heißt, ich kann mich jetzt schon mit der Geschichte an sich nicht mehr identifizieren, aber die Neugier bleibt und vor allem der Blick durchs Schlüsselloch. Jetzt habe ich euch ganz viel erzählt. Das Wichtigste kommt aber jetzt zum Schluss. Denn es gibt ja auch ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, ich weiß noch nicht so, ob ich es mir kaufen soll und ich glaube, das ist vielleicht ja auch gar nichts für mich. Hm, vielleicht kriege ich es irgendwann mal als Mängelexemplar. Hm, oder ich muss mal gucken. Ja, vielleicht kriegt ihr es irgendwann ja auch von mir. Denn ich habe heute so ein paar Exemplare zu verschenken. Und zwar nicht nur des Buches, sondern auch des Hörbuches. Ja, ich selber habe da nur so eine kleine Hörprobe gehört, die habe ich als MP3-Datei. Und Hörbücher sind ja jetzt nicht so meins, ich schlafe da immer ein. Also ich glaube, selbst bei so einer Handlung würde ich einschlafen, aber das hat einfach nur mit mir persönlich zu tun. Ja, ich möchte gerne diese Sachen verschenken an euch. Und zwar gibt es 5 Exemplare des Buches. Da muss ich aber dazu sagen, das Gewinnspiel wird eine Woche gehen. Ich schreibe das alles in meinem Blog, wo ihr da auch teilnehmen könnt. Also bitte eure Kommentare nur unter dem Blogpost posten. Das werde ich alles unter dem Video verlinken. Geht dann eine Woche, aber zusenden kann ich euch die Bücher erst Anfang August. Also es kann die zweite oder dritte Augustwoche werden. Ich möchte mich da nicht festlegen, hat organisatorische Gründe. Die Hörbücher bekommt ihr aber direkt dann nach dem Gewinnspielende und davon gibt es 3. 3 Hörbücher und 5 gedruckte Exemplare. Ja, und was ich von euch wissen möchte, ist eigentlich gar nicht viel, sondern ich möchte nur wissen, ja, wenn ihr dieses Buch oder dieses Hörbuch gewinnen möchtet, warum möchtet ihr das gewinnen? Also, was ist es, was euch jetzt antreibt, so zu überlegen, ja, ich könnte es ja mal lesen, auch wenn so viele Leute hier über das Buch lästern. Aber es wird ja doch halt sehr viel gekauft und irgendwie, irgendwas muss ja vielleicht dran sein oder so. Das würde ich gerne von euch wissen.
Ich finde es übrigens immer auch so faszinierend, ne, dass viele Leute, oh nee, sowas lese ich nicht. Dass es ja dann trotzdem irgendwie 2 Millionen Mal oder so schon verkauft wurde. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Bild-Zeitung. Die liest ja auch keiner, ne? Und die hält sich schon seit keine Ahnung wie viele Jahren am Markt, ne? Oder so als Beispiel immer von früher, so vor 30 Jahren oder so, gab es mal im Fernsehen Tutti Frutti. Das war damals eine Sensation. Das ist so eine Serie oder so eine Gameshow oder so irgendwie. Ich habe sie nicht geguckt. Doch, ich habe natürlich auch mal reingeguckt. Aber dass es die halt auch relativ lange gab. Aber irgendwie haben alle Menschen gesagt, Tutti Frutti gucke ich nicht. Ist immer komisch, ne? Dass keiner guckt und keiner liest es, aber trotzdem wird es ja wahnsinnig oft verkauft. Ja, ich finde dieses Phänomen echt interessant. Und ja, deswegen lese ich das Buch vielleicht auch zu Studienzwecken. Ja, irgendwie so könnte man es nennen. Okay, also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück bei eurer Teilnahme. Und wie immer wird der Zufallsgenerator entscheiden. Alles, was ihr mir sonst schicken müsst, werdet ihr unter diesem Link, unter dem Blogpost finden. Ihr kennt das mittlerweile. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bin natürlich auch gespannt dann hinterher, wenn ihr das Buch gelesen habt oder das Hörbuch gehört habt, wie ihr denn dann so eure Meinung oder wie eure Meinung denn dann aussieht. Ob sie sich geändert hat, ob sie sich zwischendurch mal geändert hat. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt und wünsche euch viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und da bin ich nochmal, denn ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Hier werde ich euch ein Video verlinken und da findet ihr eine kursilistische Leseprobe zum Buch. Ja, ich habe mal eine der heißesten Stellen rausgesucht und habe euch die vorgelesen und da könnt ihr euch das angucken. Aber ja, anhören auf eigene Gefahr, sage ich einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.